Hallo, ich bin Küchenchef David Janke und vielen Dank, dass ihr hier in meinem Kanal seid und mein Video anschaut. Heute möchte ich euch schnell mal eine kleine kurze Kochtechnik zeigen, wie man einfach und schnell Blumenkohl, frischen Blumenkohl blanchieren kann. Und hier haben wir drei verschiedene Farben und ja, lass uns mal kochen. So, heute möchte ich mal zeigen, wie man halt hier den Blumenkohl blanchieren kann. Wir haben drei verschiedene Farben und ich würde hier empfehlen, fangen Sie erst mit dem weißen an, den zu blanchieren. Dafür brauchen wir nur kochendes Wasser mit ein bisschen Salz und geben Sie erst den weißen rein, lassen Sie 3 bis 5 Minuten kochen, nehmen Sie raus, dann ins Eiswasser, auch mit ein bisschen Salz. Das Salzwasser sollte balanciert sein, damit der sich nicht auswäscht. Weil wenn wir diesen Blumenkohl im Salzwasser kochen, dann hat der dann ein bisschen Salz in drinne. Und wir tun ihn dann ins Eiswasser, wo kein Salz sein würde, dann würde der Blumenkohl dann dieses Wasser anziehen und sich auswaschen. Und das wäre natürlich nicht so schön. Deswegen würde ich empfehlen, wie gemeint, Salz im Eiswasser und Salz im Kochwasser. 3 bis 5 Minuten muss der kochen, nicht mehr. Das ist eigentlich egal, ob es der weiße, gelbe oder der blaue ist. Aber wir müssen halt aufpassen wegen den Farben. Weil wenn wir die Farben erhalten wollen, der weiße natürlich, wollen wir den als erstes kochen, den dann rausnehmen, dann den gelben kochen und als letztes den lilanen. Der lilane wird blau werden, wenn wir da Hitze zugeben. Meistens die ganzen lilanen Farben, auch lilanen Bohnen und so, die werden immer blau oder grün auch, die verändert sich dann. Und hier das blaue wird auch ins Wasser gehen. Deswegen würde das blaue Wasser dann diesen weißen Blumenkohl halt eine andere Farbe geben und deswegen werde ich mit dem weißen anfangen und dann halt den gelben und dann den lilanen kochen. Das machen wir hier, damit der halt nur blanchiert ist, damit Sie den danach dann als Snack essen können oder irgendwo in Salat oder Suppe mit reingeben können oder allgemein ist es halt hier eine Blanchiertechnik und ja, lass mal zeigen, wie wir es da machen können. Wenn wir den Blumenkohl dann geschnitten haben oder auch vorher, das können wir auch, wenn wir den vom Laden nach Hause bringen, dann ist es am besten, den zu waschen mit kaltem Wasser. Ich würde empfehlen, den, sagen wir mal, untertauchen, dass der unter komplett überdeckt ist mit kaltem Wasser mit ein bisschen Salz. Das hilft, dass, falls, wenn die irgendwie einen Wurm haben oder so, wie zum Beispiel diesen organisch hier, da haben die natürlich ein bisschen manchmal kleine Insekten oder so und das hilft, dass die dann rauskommen und wir wollen natürlich auch den ganzen Sand und alles abwaschen, damit die schön sauber sind, bevor wir damit kochen. Das können wir vorher machen oder auch jetzt, wenn wir sie dann halt geschnitten haben.
Vielen Dank, dass ihr mir wieder angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder vielleicht ein bisschen geholfen. Ich bin Küchenchef David Janke. Bis zum nächsten Mal.